Die Instandhaltung des Pflasters in Wethofen ist wieder ein Stadtthema. Wir fragen Baustadtrat Martin Dovali über den Ist-Zustand. Herr Stadtrat, Sie haben ja von Ihren Vorgängern sozusagen eine endlose Geschichte geerbt. Die Pflasterung in der Stadt war immer in Diskussion. Können Sie aus heutiger Sicht sagen, was hier falsch gelaufen ist, beziehungsweise warum glauben Sie, dass es jetzt mit dieser neuen Methode besser läuft? Also eine endlose Geschichte wird es definitiv sein, weil Straßenbelag oder für Schwerverkehr gedachter Belag wird immer zu sanieren sein oder neu instand zu setzen sein. Das heißt, das ist aber ganz normal, egal ob das betoniert ist, gepflastert ist oder asphaltiert ist. Da gibt es immer wieder Instandsetzungsarbeiten. Über die Vergangenheit, wie gesagt, gibt es jetzt viele Theorien und Mythen, aber wie gesagt, ich bin jetzt ein Mensch, der eigentlich dann nicht gern in der Vergangenheit mehr wühlt. Da sind wahrscheinlich gewisse Fehlentscheidungen getroffen worden, auch aus dem Stand der Technik im Jahr 2000, glaube ich heute zu vermuten. Aber wie gesagt, jetzt haben wir dieses Pflaster und wir haben ein Bekenntnis zu diesem Pflaster. Ich glaube, es kann sich niemand vorstellen, dass wir statt der Pflasterung eine Asphaltierung hätten oder Betondecke. Das will auch keiner. Wir wollen auf jeden Fall das bestmögliche System auf jetziger Stand der Technik anwenden und das dürfte dieses System sein. Auch der von der Stadt engagierte Pflasterexperte Ingenieur Mario Tomasek ist vor Ort. Was wir hier jetzt in Wethofen erleben, dass es nach 17 Jahren notwendig ist, Instandsetzungsarbeiten durchzuführen, ist durchaus normal. Jetzt hat nun dieses Pflaster 17 Jahre gehalten, bis jetzt sichtbare Schäden eben hier in der Stadt zu sehen sind. Hält Ihr Pflaster länger? Ihre Frage nach der Lebensdauer ist durchaus berechtigt. Die Lebensdauer hängt von vielen Faktoren ab, das heißt natürlich auch, was wir für Witterungseinflüsse haben, wie warm die Sommer sind, wie tief die Temperaturen im Winter sind, auch wie sich Verkehrsströme ändern und wie die Verkehrsbelastung ist. Ich denke, es ist besser, bevor wir da irgendwelche Zahlen nennen, dass wir einfach die Zeit für uns sprechen lassen und die Zeit wird zeigen, wie gut es funktioniert. Der Fachexperte und gerichtlich beeidete Sachverständige erklärt den Unterschied der Bauweise von damals und heute. Herr Ingenieur, vielleicht können Sie anhand des Beispiels hier erklären, wie Sie jetzt verlegen und wie das früher war. Was Sie hier sehr gut sehen, und ich zeige da ein bisschen hin, ist, dass die Pflasterdecke ursprünglich in eine sogenannte ungebundene Bettung verlegt wurde. Wenn Sie da schauen, diese Bettung kann ich ganz leicht mit der Hand auslösen, das heißt, sie ist nicht gebunden, da ist kein Zement und kein anderes Bindemittel dabei. Die Verfugung hingegen wurde ursprünglich mit Betonmörtel gemacht. In der Fachsprache nennen wir sowas gemischte Bauweise, unten weich und oben hart. Wir wissen heute, dass sowas unter Verkehrsbelastung de facto nicht funktioniert, weil infolge Verkehrsbelastung gibt die Bettung noch. Die Fuge bricht und das Pflaster verformt sich, wie wir es da auch in der Hauptverband sehen. Was wir jetzt neu machen, ist, dass wir die gebundene Tragschicht, den gebundenen Untergrund, was in dem Fall Asphalt ist, wir nutzen einfach den Altbestand, weil alles rauszunehmen wäre zu kostenintensiv, verkleben mit dem neuen Bettungsmaterial. Und das Bettungsmaterial ist frühhochfester Mörtel. Das ist ein Mörtel, der mit Quarzkies gemischt wird. Das ist ein sehr hochwertiges Gestein. Und dieser Mörtel wird mit einem frühhochfesten Bindemittel abgemischt. Das bedeutet, es wird sehr fest und reagiert sehr schnell. Damit diese Konstruktion in einem wirkt, wird der Untergrund mit dem Bettungsmörtel und den Steinen verklebt. Das heißt, zuerst tragen wir hier eine Haftemulsion quasi auf. Dann kommt über diese Haftemulsion der Bettungsmörtel drüber, damit ich eine Verbindung zum Untergrund bekomme. Dann werden die Pflastersteine entsprechend vorbereitet. Die Pflastersteine wurden im Vorfeld gewaschen, das heißt die Steinflanken und auch die Unterlage ist entsprechend gereinigt,
damit wir auch einen guten Verbund kriegen. Und die Pflastersteine werden dann zusätzlich in eine Haftemulsion getaucht, um einfach auch eine entsprechende Verbindung zum Bettungsmörtel sicherzustellen. Und dann werden die Steine so in die Pflasterbettung gesetzt und wir schaffen ein gesamtwirksames statisches Paket. Pflasterkritiker Karl Peati ist diesmal zufrieden. Naja, sagen wir fast zufrieden. Auf jeden Fall besser, glaube ich, als was vorher gemacht worden ist. Was mich sehr freut natürlich, ist damit bewiesen, dass damals wirklich vor die Jahre, wie es begonnen haben und wie ich es ihnen wirklich alles gesagt habe, dass sich das bewahrheitet hat, dass es eine Fehlpflasterung war. Jetzt versucht man eine Reparatur, auch nicht ganz das, was wir vorstellen könnten, mit den richtig dicken Steinen. Das geht scheinbar nicht mehr oder würde zu viel kosten. Ich habe mir jetzt die Erklärung vom Ingenieur Tomasek, der was hier Pflastermeister ist, angehorcht, habe mir das angesehen. Es klingt vernünftiger auf jeden Fall wie das, was man vorher gemacht hat. Ob es halten wird, bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Es ist oder einfach auf Fahrbahnen ein großes Problem, mit Pflastersteinen zu arbeiten. So ist ein Verbund jetzt, der was halt auf sicher bei Reparaturen ganz, ganz schwer zum Öffnen sein wird. Also es hat wieder Nachteile, so wie die alte Fahrbahn. Die Frage bleibt, wie geht es nun weiter und welche Kosten fallen an? Sie haben jetzt den ersten Bauabschnitt in Angriff genommen. Wie viel werden noch folgen und wie viel schätzen Sie die Gesamtkosten ein? Also wir haben uns einmal vorgenommen, jedes Jahr zwei Bauabschnitte zu machen. Ein Bauabschnitt sind ca. 200 Quadratmeter mit einer Bauzeit von 3 Wochen. Einer im Frühling, einer im Herbst. Und die prognostizierten Kosten für so einen Abschnitt liegen dann zwischen 30.000 und 40.000 Euro. Es ist auch so, dass Sie den Bauhof hier einsetzen, deshalb sind auch die Kosten nicht allzu hoch. Genau, wir haben eigentlich bei diesem Bauabschnitt jetzt 33.000 Euro Kosten, davon sind aber 28.000 Euro rein Materialkosten und 5.000 Euro fallen an für diesen Pflasterexperte, der immer vor Ort ist und eigentlich schaut, dass alles so verläuft, wie es fachmännisch auch gehört. Thank you.